Bestzeit für Klaus Ludwig und seine Lope Kaliber 20 Minuten bis zum Ende des Rennens. Keine Veränderung im Kommentar. Rosberg auf den ersten drei Plätzen. Frankitti, Vierter, dann Molina.
Das knapp vorhin und ein Neuzugang, nämlich Torgen Seelenhorst. Während dort hinten jetzt die letzten Autos in die Startaufstellung hineinziehen. Und das Ganze nochmal richtet und klar macht, Torgen Seelenhorst, der bis dato im ADAC GT Cup fuhr, in der Division 2 auf einem Opel Calibra. Wegen Erfolglosigkeit des Teams hat man sich dort zurückgezogen. Jetzt die Einsätze im Carrera Cup starten ab und auf Rot, auf Grün geschaltet. Und das auch mehr oder weniger körperlich tut. Da wurde Marco Werner von den beiden schwarzen Autos von Wolfgang Land und von Franz Schmidtler in die Zeit gehalten. Und wer sensationell weit nach vorne gefahren ist, das ist Danny Pfeil mit dem Bero-Auto. Der kommt aus der insgesamt sechsten Startposition und ausgangs der Castrol-Schikane wird er schon auch großen Problemen offensichtlich für Wolfgang Land. Ne? Herangekommen sind. Dort gibt es jetzt ein Quartett, Sie sehen es. Danny Pfeiler führt diese Viererbande an. Marco Werner im Windschatten, der wird jetzt gleich aufscheren am Ende der Start. Max-Raten, jetzt nicht natürlich nicht in absoluten Zahlen gesehen, aber in relativen Zahlen gesehen, in den Zuwachsraten sind wir besser als die Fußball-Bundesliga 1994-95, wie wahrlich das Boomjahr in der Bundesliga überhaupt war. Darf ich euch allen draußen auf den Tribünen, diese DTM, wie wir sie hier präsentieren, die hat es auch allemal verdient. So, und solange ich kein Zeichen, your 50,000 Fans here, wishing you a good first and second race. Thank you very much, Jan Magnussen, der Mercedes-Benz-Treiber. Danke, liebe Gäste. Kalli, bitte. In der DTM mit dem Werksalpha, die Rennen in Berlin gewinnen konnte. Beide werden hier an insgesamt 17. Startposition. Daneben dann ein Mann, der in Finnland seinen ganz großen Auftritt hatte, auch wenn er nicht auf Siegerpodest fahren konnte. Gigi Lehto auf dem schwarzen Cliff Opel Calibra, der ja viel Applaus bekommt mit der Startnummer 20. Der sympathische Finne Giampiero Simoni, der steht hier in der 22. Position. In der nächsten Startreihe dann mit der Startnummer 12 haben wir Gianni Giudici, den großen Gentleman der deutschen Tourenwagen-Szene, seit 3 in das Regelwerk des Fernsehens. Deshalb müssen wir ja auch um 14 Uhr starten, denn das ist eine Vorgabe. Das ist eine Vorgabe der Wagenheber, die sich aus dem Auto absenken und die Fahrzeuge hochheben. Der Grund dafür, es werden die Reifen noch einmal vorgeheizt. Die Heizdecken ermöglichen trotz der hohen Temperaturen dann relativ optimale Oberflächenbedingungen an den Reifen. Das heißt in dem Fall so 80 bis 90 Grad Celsius. Kommt immer ein klein wenig darauf an, welche Mischungen hier gefahren werden. Und zum Reifen auch nochmal ein Thema. Wir erfahren hier in dieser Meisterschaft mit zwei Fabrikaten, Michelin und Bridgestone oder Bridgestone und Michelin. Und es sind insgesamt die Mercedes-Benz-Werkswagen bis auf die beiden Autos des Saxby-Teams, wo tatsächlich gearbeitet werden kann. So, in der Zwischenzeit hat sich das Starterfeld relativ geleert, zumindest was die Besucher daran betrifft. Auch die meisten Mechaniker sind auf dem Weg in die Box zurück. Start your engines. Und das Feld wird jetzt hinter dem Führungswagen, dem Mercedes-Benz Cabrio, in die Einführungsrunde hinein begleitet. Darf Ihnen noch einmal die Situation sagen. Wir haben in dieser Meisterschaft in der letzten Woche eine Änderung vorgenommen. Eine Änderung vorgenommen und diese Änderung besagt, dass alle Fahrzeuge jetzt gleiches Gewicht haben. Früher war es einmal so, dass die Allradler, also Opel und Alfa Romeo, 40 Kilogramm schwerer waren. Jetzt sind sie alle gleich, 1040 Kilogramm. Das ist das, was der Klaus Ludwig angesprochen hat, dass er gesagt hat, er findet es toll, dass Mercedes-Benz diesen Vorteil aus eigener Kraft aufgegeben hat. Und er hat sich da ja auch bei Mercedes-Benz, bei Marmatau, sehr, sehr in der Einführungsrunde vorneweg die beiden Michael Martels, um es andersrum zu sagen,
Michael Bartels und Klaus Ludwig. Denn Michael Bartels war mit einer Zeit von 59,40 gestern der schnellste überhaupt. Und es gibt eine ganze Reihe von Fans, unabhängig, ob sie jetzt Opel, Mercedes oder Alpha-Fans sind, die gerade diesen Michael Bartels mal kräftig die Daumen halten. Wir erinnern uns alle an die Rennen in Helsinki, wo er geführt hat und dann eigentlich durch eigenes Verschulden wegen eines dicken Hals wurde automatisch mit einer Strafe belegt. Jetzt ist auf grün gegangen, ab geht die Post und da schießt in Führung der Alpha von und in der zweiten Position, das ist Sandro Nannini, der jetzt aber angegriffen wird von dem nachfolgenden Mercedes-Benz von einer der beiden Schwarzen. Oh, auf der anderen Seite, Michael Bartels hat die Führung, dann Nannini, dann in der dritten Position, das ist Schneider oder Franchitti, im Moment auf unserem kleinen Bildschirm nicht zu erkennen. Das heißt also, das war die Spitze, zwei Alphas breit gemacht haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Jägermeister Alpha kommt, dann Nannini, dann in der dritten Position einer der beiden D2 Silberpfeile und dahinter dann in vierter Position Klaus Ludwig, der einen miserablen Start erwischt hatte, der jetzt aber ansetzt, um zu attackieren. Klaus Ludwig kommt, sitzt hinter Franchitti, wird jetzt möglicherweise Ende der Start- und Siegerabend zum Überholen einsetzen. Das funktioniert mit Jan Magnussen herein, der Nannini hier in der Auffrage. Das ist natürlich behindert für die Fahrer, die dort ankommen. Die sind gewarnt. Und da kommt jetzt wieder das gleiche Bild. Michael Bartels, Nannini. Auch bei Keke Rosberg. Alles zügig der Fertigstellung entgegenschreitet. Bitte. Ja, dann können wir nur hoffen, dass die Ampel noch ein bisschen auf grün bleibt, damit die beiden auch tatsächlich zur rechten Zeit herauskommen. Denn das ist das Signal. Und da ist sie rot. Burkhardt, die Ampel ist auf rot gesprungen, 7 Minuten sind noch bis zum Start und könntest du mal einen kurzen Überblick über die Fahrzeuge geben, die noch drin stehen? Einer der Rosberg-Kalibra kommt jetzt in die Startposition. Bartels für einen kurzen Moment einen kleinen Vorteil hat, aber wir wissen, dass die Mercedes-Benz mit gerne weit nach vorne schließen, denn sie sind ja über elektronische Regelwerke hinten so gesteuert, dass es durchdrehende Räder auf der Antriebsachse nicht mehr gibt. Nicht viel Getränk bei, UPS ist der Hauptsponsor dieses Autos. Dann haben wir noch einmal D2, das ist der Spitzenreiter in der Meisterschaft, der es auch bleibt, nämlich der Mannesmann D2 von Bernd Schneider und daneben dann das Auto, das in der Position neben Bernd Schneider ins Ziel kam. Auch für Alan Lohr in der Startnummer 17, der dunkelblaue Mercedes-Benz, der eine ganz besondere Lackierung hat. Schauen Sie mal drauf. Das sieht so aus, als ob man mit einem Büchsenöffner die Haube geöffnet hätte und als ob man in den Motorraum hineinschauen könnte. Das ist so die Symbolik für Originalteile und Originalqualität Mercedes-Benz. 30 Sekunden, 30 Sekunden, 30 Seconds. Wo gibt es ein Problem? Gibt es ein Problem? Ja oder nein? Im Moment sieht es nicht so aus. Scheinen alle Motoren zu laufen. Burkhardt? Ja, Darmstädte, gute Nacht. Der Rosberg-Motor läuft. Beide Opel-Kalibra, die von Keke Rosberg und von Manuel Reuter fertig. Das hat wie auf die Sekunde gepasst. Er kann zumindest noch von der Boxengasse aus dann gleich nachstarten. Gute Nachricht, oder? Das ist eine sensationelle Nachricht und ich will das auch gleich noch einmal in dem Startgetümmel unseren Fans hier aus der Straße heraus an den Start gehen können. Ein Riesenkompliment und ich denke, meine Damen und Herren, da feuern wir einfach mal diese Männer an den Schraubenziehern, an den Schraubenschlüsseln. Ein Riesenapplaus für alle, die dort jetzt geschraubt haben in der Pause. Freude, mit euch zusammenzuarbeiten. Das habe ich in dem Zusammenhang auch mal sagen. So, und jetzt warten wir auf den nächsten Durchgang. Und wem der erste Durchgang schon Probleme bereitet hat, der sollte jetzt zur Baldrian-Flasche greifen. Denn Alboreto, Rosberg, Reuter starten aus der Boxenstraße. Das ist fit, fix. Die Autos stehen schon bereit. Also wirklich noch einmal ein Riesenkompliment. Jetzt kann man nur noch Daumen halten. Gas geben müssen die Typen schon selber. Das, was wir getan haben und was wir tun konnten, haben wir getan. Anfeuern, Daumen halten. Ja, und der SL schert jetzt aus. Das Feld wird nicht durch die Schikane geführt, sondern wird auf der normalen Strecke geführt. Das hat natürlich Sicherheitsgründe. Michael Bartels wird jetzt wieder
die Ampel genau im Auge behalten und der Rest des Feldes ganz genauso. Noch ist rot geschaltet, noch hat sie nichts getan. Jetzt ist grün und ab geht die Boss. Und Bartels hat wieder einmal. Leider muss ich das sagen. Dario Franchitti, der jetzt einen weiten Bogen fahren muss und seinen Platz verliert, den zweiten Platz verliert an einen der beiden Alfa Romeo Piloten. Also im Moment. Jetzt durch die Opel-Piloten und versuchen wieder Anschluss an die Spitze zu finden. Spitzkehre ist jetzt schon beinahe wieder angesagt. Boxenstraße ist frei, das heißt also Reuter und Rosberg sind ebenfalls rausgefahren. Spitzkehre kommt. 36 Runden sind es dann noch. So eine Kleinigkeit, die sitzen wir ja auf der linken Arschbacke ab, denken Sie. Ja, wer nicht drin sitzt in so einem Auto, der kann sich nicht vorstellen, was das für eine körperliche Anstrengung ist. Aber Bartels fehlt schon wieder. Dahinter einer der Martini-Alphas. Nageln Sie mich nicht fest, ich weiß wirklich nicht, wer es ist. Da gab es Getümmel. Nein, das ist Franchitti. Franchitti hat sich an die zweite Stelle gefahren. Ja, ist es denn möglich? Wo ist das denn passiert? Dario Franchitti, zweite Position. Muss alleine machen, aber ne? Das ist ja klar. Oder? Mach doch. Ja. Künstlich. Tag, 500, 750 Mal muss ich mitnehmen. Ich habe 500 Mal von der Bank nehmen. Bei der Ehe auch, ne? Ich mach schon Aufkleber. Euer Aufkleber. Ich muss sagen, ich bin hier drin. Sag mal, die Kurse fällt auf die Hut aus, ne? Müller? Also ich schätze mal, heute ist die Sache vergessen. Ach Quatsch. Ach, weil Bundeswehr. Was? Gang drin, ne?